Akte des Kaufmanns, eine Wirtschaftskomödie. Von Elfriede Jelinek. Entblößt von allem hüten wir Kleinanleger die Städte hier, an der uns entschlüpften die Mittel für Speise, Trank und Kleider und Haushaltsmaschinen und Eigenheime und Eigentumswohnungen in Ost und West. Mehr in Ost, dort ist noch was zu holen. Auf dem rauen Grund der eigenen Glieder lagern wir jetzt, denn das neue Sofa können wir uns nicht leisten, obwohl es fast nichts kostet. Ausgeschlossen. Ausgeschlossen sitzen wir vom eigenen Hause ohne Rat und rettungslos. Denn manche Freunde, sehe ich, sind nicht echt und wahr. Es sind keine Aktien, es sind nur Zertifikate. Aber auch Zertifikate sind nicht unsere Freunde, wie wir bislang geglaubt, als wir die Tüte mit den Immo-Werten heimholen. Werte, Werte, die in jedes Portemonnaie gehören. Und jetzt dort auch sind. Ja, wir haben sie, die ewigen, die Immo-Werte. Denn Immo-Werte wären ewig. Und sie wiegen wenig. Die Werte wiegen wenig. Müßig lehnen wir Unmündigen, die kein Stimmrecht haben, uns ins Geschirr. Müssen wir halt noch 20 Jahre arbeiten. Denn unsere Pension ist jetzt weg, ist jetzt hin, ist dahin. Wir haben auf das falsche Pferd gesetzt. Wir haben die Zertifikate, die jedoch nie uns auszeichnen. Ausgezeichnet sind wir für andere. Unser Preis steht auf diesem Schild, das wir nicht beschriftet. Da liegen diese ausgezeichneten Werte nun und wurden heruntergestuft. Und wir verfehlen die Stufe und stürzen und stürzen. Ach, wir hätten uns selber draufsetzen sollen, bevor sie fielen. Bevor wir fielen. Aber wir haben anders gesetzt. Wir sind anders gesessen. Aber wir sind gar nicht gesessen. Wir hatten nicht Sitz und nicht Stimme im Wort auf dem Brett, auf dem mit Kreide unsere Namen verzeichnet. Wir verzeichnen Verluste und werden gelöscht. Und wie ich sagte, ausgeschlossen. Es ist ausgeschlossen, dass man uns in etwas einschließt. Wir schließen uns selbst ein. Aber nur auf dem Klo. Eingeschlossen sind wir sonst nirgends. Also sitzen wir vom eigenen Hause, ausgerechnet vom eigenen Haus, ausgeschlossen. Nicht vor eigenen Hause, leider. Denn manche Freunde, was ist mit denen los? Viel versprochen, nichts gehalten. Was wollte ich sagen? Vorhin wusste ich's noch. Als ins Portfolio ich geschaut, da war noch was drin. Jetzt ist immer noch was drin. Doch es ist nichts mehr wert. Nicht so viel, wie wir einst dafür gaben. Wir hätten sogar unser Herzblut für das Zertifikat gegeben. Und man hätte es sicher genommen. Dem Himmel sogar getrotzt hätten wir. Na, getrotzt hätten wir sowieso. Doch nur um noch größeres Leid zu erfahren. Denn manche Freunde sind nicht echt und wahr. Der Herr Vertreter der Kleinanleger, Vertreter von vielen Ohnmächtigen. Er ist bemüht, uns beizustehen, doch seine Macht ist begrenzt. Wir haben die Zertifikate schon um den Hals. Sie ziehen uns hinab, es steht unser Wert drauf, aber was draufsteht, ist uninteressant. Wie schwer der Stein um unsere Hälse ist. Das zählt. Die Zahl auf dem Stein um unseren Hals zählt schon auch, aber der Stein zählt mehr. Er sinkt. Er wirft die Hände empor und dann sinkt er. Und aus Unbedacht sterben wir. Hätten wir das vorher bedacht, wären wir nicht unbedacht gewesen und noch am Leben. Hätten wir das vorher bedacht, wären wir nicht unbedacht gewesen und noch am Leben. Unser Wert ist nichts. Unser Wert ist nicht unser. Wir haben unseren Wert abgegeben und gegen nichts eingelöst. Wir haben nichts erlöst. Wir haben keine Erlösung. Wir haben keinen Wert und wir haben keine Werte. Unsere Werte sind nichts wert und unser Wert ist erst recht keiner. Was wollte ich denn sagen? Ach, die Treugesinnten. Na, das habe ich doch vorhin schon gesagt. Also die sind ohnmächtig, uns beizustehen. Uns Kleinanleger. Und nicht einmal das sind wir. Wir sind hier ein bisschen Anleger. Mehr haben wir nicht, mehr besitzen wir nicht. Alles, was wir hatten, haben wir eingesetzt als Pfand für uns, als Pfand für etwas, das nicht
In solcher Weise dient die Not den Sterblichen. Zum Beweis können wir uns jetzt umbringen. Unsere Pension ist weg. 15% uns mit Garantie garantiert. Pro Jahr mindestens. Ja, und was haben wir jetzt? Jetzt haben wir den Schirm auf. Und von unten ist die Kacke schon am Dampfen. Jetzt haben wir den Dreck im Schachtel. Oh, möge niemals, wer uns auch nur halb geliebt. Keine Ahnung, was der mag. Wo ist der übrigens? Der uns zumindest halb geliebt. Der hat sich verpisst, glaube ich. Es ist keiner mehr da, der uns wenigstens teilweise liebt. Vorhin hatten wir noch einen. Mindestens einen. Denn wir waren Teil einer Gemeinschaft. Der Gemeinschaft der Kleinanleger, die zusammenhält. Vorhin, als wir noch Zertifikate und Bonitäten und forderungsbesicherte Wertpapiere besaßen. Ein Nichts durch einen Mangel besichert. Ein Mangel durch nichts besichert als saugende Leere. Selbst wenn die Sicherheiten griffen, griffen wir in Scheiße. Griffen wir bestenfalls ins Nichts, das uns nicht sichert, wie den Bergsteiger, das Liebe und hoffentlich treue und auch treu bleibende Seil. Doch wir greifen nichts an und uns greift auch niemand an, das hat er nicht nötig und wir haben das auch nicht nötig. Wir beide, wir wollen eine private Rente, damit wir selbst nichts mehr angreifen müssen. Und wohin haben wir jetzt gegriffen? Bestenfalls ins Nichts. Doch auch an das Nichts sind noch Forderungen gestellt. Und wenn das Nichts uns endlich bezahlen möchte, weil es muss, weil das eine Nichts, das wir haben, uns zwingt, das andere Nichts, das wir sind, zu vernichten und dann immer noch weitere Forderungen stellt, dann passiert auch nichts. Denn das Nichts ist bereits gebraucht. Wer soll Ihnen dafür noch was geben? Vielleicht sogar zu viel gebraucht ist es. Wir brauchen so viel. Ja, aber das Nichts hätten wir Nichtswürdigen nicht unbedingt gebraucht. Das Nichts zwischen Nichts und Nichts. Das große Nichts, das investiert wurde. Ach, das müsste doch noch da sein, das Nichts zwischen Nichts und Nichts. Das große Nichts, das investiert wurde. Das müsste doch noch da sein. Aber das Nichts hätten wir Nichtswürdigen nicht unbedingt gebraucht. Das Nichts zwischen Nichts und Nichts, das große Nichts, das investiert wurde. Das müsste doch noch da sein, das Nichts zwischen Nichts und Nichts. Das große Nichts, das investiert wurde. Ja, das müsste doch noch da sein. Und da ist es auch. Der Reingewinn besteht nur aus Zinserträgen und aus sonst nichts. Der müsste doch noch da sein. Ja, denn aus den investierten Projekten, da fließt ja nichts zurück. Es fließt immer alles, was fließen kann, bergab. Ja, aber es fließt nichts zurück, keine Erträge. Nichts kommt zurück. Von nichts kommt nichts. Von nichts kommt nicht einmal das Nichts. Doch, es kommt das große Nichts. Und wir haben nichts zu sitzen und an unseren Fingernägeln nagen, die uns noch geblieben sind. Ja, was anderes haben wir nicht mehr. Wenn das Nichts uns also auszahlen möchte, müssen wir feststellen, dass es sich nur für das Nichts ausgezahlt hat. Dass nur das Nichts nichts auszahlt. Dass es sich für uns nicht ausgezahlt hat, forderungsbesicherte Wertpapiere zu kaufen, welche uns eine freie Mitarbeiterin Fund Promoter Investment AG zum Kauf anboten. Ja, diese Dame hat uns die Aufnahme eines Kredits für den schönen, festen, wie Brombeerranken Wurzeln im Boden festhaltenden Kauf von Zertifikaten, welche zusätzliche Sicherheiten bieten, ausdrücklich empfohlen. Ja, angedient. Doch nun haben die Sicherheiten ausgedient. Sie haben zu nichts gedient. Man kann ja gar nicht genug Sicherheiten haben, nicht wahr? Aber man hat sie gar nicht. Und dann steht man da, als hätte man selber Wurzeln und das Geld wächst woanders.
Es gedeiht und blüht woanders. Es blüht nicht in den forderungsbesicherten Wertpapieren, die wir kaufen. Die haben sich wiederum woanders verwurzelt. Die geben sich selbst erst wieder heraus, wenn die Forderungen erfüllt sind. Eine Forderung schließt an die andere an. Eine Forderung ist die Sicherheit einer anderen Forderung. Die Forderungen sind unsere einzigen Sicherheiten. Da kann man eher einen ausgewachsenen Baum ausreißen, als angewachsene Forderungen erfüllen. Mein Sofa! Müssen wir halt noch 20 Jahre arbeiten. Und diese forderungsbesicherten Wertpapiere, die Sie in sogenannte Zweckgesellschaften auslagern, was schon mal heißt, dass Sie keinen Zweck haben, in Zweckgesellschaften also, die Sie wiederum durch Ausgabe kurzfristiger Schuldverschreibungen finanziert haben. Von nichts kommt nichts und mit nichts kriegt man alles. Falls man milliardenschwere Risiken aus den Bankbilanzen rechtzeitig auslagert und in eine Stiftung einfüllt, die dann das Füllhorn hat, das Füllhorn, das Sie nährt, wenn uns langsam Wurzeln wachsen vor Ungeduld, dass wir nie was zurückkriegen. Wurzeln, die aber leider keinen Nährboden finden, nachdem sie uns ausgesaugt haben, anstatt ihren Nährboden auszusaugen, der aus Forderungen besteht. Sichere Forderungen, also sind seine Sicherheiten. Auf der Sicherheit des Bodens, die keine ist, weil dieser Boden unsicher ist, da stehen wir. Wurzeln wachsen trotzdem. Aber nicht unserem Geld. Das Wort ist. Was fordert das Wort? Das längst verschwunden ist. Irgendwie halten die Forderungen trotzdem. Die halten weiter an, obwohl wir alles verloren haben. Oh, es hätte noch immer Jolche, ja. Da haben wir geglaubt, auf das richtige Pferd gesetzt zu haben und das Pferd auf den richtigen Pfad. Und wo sitzen wir jetzt? Hat da jemand auf was anderes gesetzt? Da können wir doch nichts dafür! Mut. Aber wir müssen es trotzdem ausbaden, nicht wahr? Nein, nicht wahr! Die Krise breitet sich also aus und erfasst alle Segmente des Finanzmarkts, für dessen Gewinner wir uns hielten. Für dessen einzige Gewinner wir uns hielten, wir Glücklichen. Die Armen können arm bleiben, wir Armen aber werden jetzt reich. Jawohl, wir Armen sind die einzigen Armen, die jetzt reich werden. Wenn auch nicht durch unsere arme Arbeit. Aber so wenig, wie wir Menschen uns voneinander unterscheiden, so sehr unterscheidet das Geld sich vom Geld. Das Geld, das man verliert, von dem, das man hat. Von dem, das man gewinnt, gar nicht zu reden. Doch wir. Wir reden jetzt. Von uns redet keiner, also reden wir. Wir sind alle gleich. Vergleicht man uns mit dem Geld, das ungleich verteilt ist. Wir sind doch alle nur Menschen und gleich. Wir gleichen einander wie die Eier und Schrecken, wie es gemein Menschen sind. Nicht wahr? Wir haben investiert. Und wir haben nicht das Nichts investiert. Das Nichts ist unser Leben. Und da brauchen wir immerhin von schönen, aufregenden Urlaubsreisen. Ja, deswegen fahren wir doch ins Ausland, wo wir uns auch aufregen können. Wir machen Ferien. Jetzt aber nicht mehr. Wir können uns Ferien nicht mehr leisten. Höchstens Ferien von ich. Verdorrt. Ach, wären wir es bloß nicht gewesen, wären es bloß andere als wir. Was wir für sicher hielten. Wir hätten das Geld aber gleich verbrennen können. Denn was wir für sicher hielten, was man uns für sicher hielt. Das Nichts ist uns
unser Leben. Unterbrochen immerhin von schönen, aufregenden Urlaubsreisen. Deswegen fahren wir doch ins Ausland, wo wir uns auch aufregen können. Wir machen Ferien. Jetzt aber wo ist denn unser schönes neues Sofa? Wir können uns Ferien nicht mehr leisten. Höchstens Ferien vom Ich. Wäre hier es bloß nicht gewesen, wären es bloß andere als wir gewesen. Wir haben viel investiert. Wir haben alles investiert, was nicht unser Leben war, aber unser Leben einmal werden sollte. In der Pension, im Alter. Wir haben in dieses Nichts investiert, das unser Alter sein würde. Hätten wir uns nicht fürs Alter aufgespart, wenn das Leben erst beginnt, obwohl es bereits abgelaufen ist. Wenn schon das Nichts, dann bitte bequem. Aber das Alter ist eh nichts wert. Der alte Mensch ist ohne dies nichts wert. Das ist aber ein todsicheres Nichts, in das wir da investiert haben. In dieses Nichts, das wir sein werden. Ja, das hat sich ausgezahlt. Nichts bekommen wir. Für uns hat es sich nicht ausgezahlt. Aber es muss jemanden geben, für den es sich ausgezahlt hat. Ausgezahlt hat, das Nichts, dass er das Nichts auszahlen muss und dessen Forderungen und die Forderungen des Nichts an uns sind nicht nichts. Die sind nicht ohne Zinsen. Es wird noch in 10 Jahren die Forderungen auf den Sack gezerrt bekommen und es wird Zinsen für nicht bezahlte Forderungen zahlen müssen. Und wenn die Zinsen endlich abgezahlt sein werden, werden die Zinsen für die eigentlichen, die ursprünglichen Forderungen überhaupt erst fällig. Und dann sind wir schon fällig. Dann sind wir endlich gratis zu haben. Die ganze Mühe für nichts. Umsonst. Nein, nicht umsonst. Nicht gratis. Die Mühe besteht in Schulden. Denn das Unternehmen gibt es nicht. Juhu! Wir haben in ein Unternehmen investiert, das es gar nicht gibt. In nichts, das aber vorher etwas war. Nämlich unser kleines Kapital. Unser gespartes, unser angespartes, das wir sparen konnten, weil uns jahrzehntelang nichts erspart geblieben ist. Aber wir haben gespart. Wir haben investiert. Und jetzt das. Wir haben in ein Unternehmen investiert, das nur auf dem Papier existiert. Genau wie sein Direktorium, das zwar existiert, aber nicht dirigiert. Ein Dirigent müsste extra bezahlt werden. Und wovon? Von nichts? Kein Wunder, dass die so falsch spielen. Die Beteiligungen dieser Gesellschaft, in die wir investiert haben, wurden wiederum von Managementgesellschaften abgeschlossen. Und jetzt wird die Firma einfach geschlossen. Die Gesellschaft hat mit dieser Gesellschaft abgeschlossen. Naja, so einfach nicht, aber sie ist jetzt zu. Da nützt kein Direktorium. Aber wie kann man etwas schließen, das gar nicht existiert? Das uns die Türen für unsere Investitionen weit geöffnet hatte. Aber das war keine Tür, da war nichts, das war das Nichts, das nur von den Gebühren für die Transaktionen mit unseren Leben am Leben gehalten wurde. Nur leider hält es jetzt nicht uns am Leben. Jetzt, da wir es brauchen würden, kann es zu unserem Lebensunterhalt nichts beitragen. Wir haben unser Leben schon hineingebuttert. Wir haben jahrzehntelang auf unser Leben verzichtet.
verzichtet und gespart, damit wir diese Papiere kaufen konnten. Und jetzt das! Die Beteiligungen von Managementgesellschaften abgeschlossen, die alten Direktoren abgeschossen, nach einem Putsch der Kleinanleger durch neue ersetzt. Hoffentlich wird das neue Direktorium es besser machen. Die alten Direktoren haben nicht einmal über einen Telefonanschluss verfügt. Die hatten ja selber nichts. Die Ärmsten. Das wird jetzt alles anders. Das ist doch das Mindeste. Das ist doch ein reelles Geschäft. Eigentlich ein Kauf. Nein. Das Mindeste ist es nicht. Vielleicht schon. Nein. Ein Tausch ist es auch nicht. Und wenn, dann ein schlechter. Hans im Glück, der ein leeres Stück Papier für seine goldene Gans bekommen hat. Aber wenn das Mindere nun unser Geld war, mit dem wir diese Papiere gekauft haben, unser Geld, das jetzt weg ist, was ist dann das Mindeste? Was wäre jetzt das Mindeste? Das Mindeste wäre, dass es, obwohl Minderer Mist, auf einer anderen Weide auch noch Mist machen kann, und zwar als Kleinvieh, in der Form von Kleinvieh, das sich vom Stimmvieh insofern unterscheidet, als es gar keine Stimme hat. Von nichts kommt aber nichts. Doch wenn es in die richtige Richtung kommt, die nicht für unsere ist, denn wir sind richtungslos, führungslos und orientierungslos auf den Märkten, dann kommt vielleicht noch was. Aber was? Wir wissen nicht, ob wir Kürbis, Zitrone oder Paprika kaufen sollen. Hauptsache andere wissen es. Doch oh je, was sollen wir in unseren Einkaufskorb, den uns die Inflation anmacht, der uns die Inflation ansagt, langsam zum Mitschreiben jetzt legen, bevor die Inflation inflationiert, implodiert. Wir müssen uns ja beeilen, damit wir von der Inflation noch was mitkriegen, bevor alles zu billig wird und dann in sich zusammenstürzt. Wo kriegen wir den Einkaufskorb, den Warenkorb und was legen wir rein? Wir finden ja nicht einmal den Markt und der Markt meidet uns. Deswegen finden wir ja nicht, obwohl und ohne Anteilnahme und ohne Einkaufstasche und ohne Warenkorb herum. Denn unsere Anteilsscheine sind ja nicht mehr wert. Und teilnehmen dürfen wir auch nicht mehr. An nichts dürfen wir nicht mehr teilnehmen. Wir dürfen den Toten unsere Anteilnahme ausdrücken. Nein, eher den Lebenden. Nur am bloßen Nichts, da dürfen wir noch Anteil nehmen, da dürfen wir noch Anteile erlauben. An den Pfarrer Nichts, des Nichts, dürfen wir beinlose, kopflose, uferlose, namenlose, autlose, trostlose, die nicht einmal in den Tod als Gewinn teilnehmen. Ja! Gedämpftes Licht, Wände und Decken schwarz, Boden und Sesselreihen dunkelgrau, die Menschen dunkel gekleidet, ganz vorn ein Podium, die frischen Tische darauf mit schwarzen Tüchern verhängt. Wo bin ich? Beim Jahrestreffen der Grufti-Gruppe, der Groupies von Beerdigungsunternehmern
wüsste ich es nicht besser? Annual General Meeting, 16th of July 2008, St. Helier, Jersey oder St. Peterport, Guernsey, egal wo, unsere Gesellschaft lädt ein. Das steht auf der Rückwandprojektion am Ende des Saales. Eine Vokabel fehlt, extraordinary, außerordentliche Hauptversammlung. Es geht um ein millionenschweres, ein milliardenschweres Geschäft. Die Bank, die Immo-Gesellschaft aus fernem Land, unnahbar unseren Schritten, wollen es hier besiegelt sehen, was sie beschlossen haben. Ja, viele Anleger fürchten, noch mehr Geld zu verlieren, und so wird es natürlich auch sein. Mit ein paar hunderttausend Stimmrechten in der Tasche sitzt man hier in der Halle, Vertreter von Kleinanlegern, die nicht einmal in ihr eigenes Bad finden würden, hätten sie keinen Wegweiser in der Wohnung, aus der sie aber eh bald weggewiesen werden. Denn sie haben Papiere dieser Gesellschaft gekauft, sie haben alles verkauft, um Papiere dieser Gesellschaft zu kaufen. Was liegt herum? MacBook und anderes Notebook auf den Knien, sie auch auf den Knien. Drei elektronische Voting Machines, Taschen, Blackberry, Fotoapparat, Unterlagen, Schreibmaterialien, eine kleine Flasche Mineralwasser, kein Tisch, alles liegt auf dem Boden. Der Text kann übrigens an jeder beliebigen Stelle anfangen und aufhören. Es ist egal, wie man ihn realisiert. Ich stelle mir vor, dass drei oder vier Männer ihn möglichst laut schreien. Sie müssen dabei nicht präzise vorgehen, das heißt, Sie müssen nicht unbedingt immer im gleichen Rhythmus bleiben. Es können sich ruhig Verschiebungen und Ungenauigkeiten bilden, aber bitte nicht mit Absicht. Man kann das auch aufnehmen und die Toiletten oder die Garderobe damit beschallen, ganz egal. Wenn man es aber aufführt, wären große Politikerköpfe aus Pappmaché, wie sie bei den Demos zum G8-Gipfel getragen wurden, ganz lustig. Danke, ihr Poster alle, wo kommt zu mir. In der Krippe ist noch viel Platz. Elfriede Jelinek. So, weiter geht es mit dem Chor der Kreise. Der Börsenkurs ist gefallen. Das heißt, wir haben entnommen, aber niemand sonst kann etwas unternehmen gegen dieses Unternehmen. Das ist die Wahrheit.
Die Wahrheit ist, nichts wurde für unternehmensfremde Zwecke verwendet. Es wurde für unseren eigenen Zweck entwendet, denn wir sind ja das Unternehmen. Es wurde nichts ohne Zweck getan und unser Zweck ist, Ihnen zu nehmen, aber auch zu geben. Doch was geben, wenn wir nicht mehr nehmen können? Dann hätten wir ja überhaupt nichts mehr. Bitte geben Sie uns, damit wir es Ihnen geben können. Was? Sie geben uns nichts mehr? Sie vertrauen uns nicht mehr? Dann geben auch wir nichts. Vertrauen gegen Vertrauen. Der des Gesamtmarkts und der Markt ist schwach. Er ist chronisch schwach. Wann immer wir ihn fragen, wie es ihm gehe, antwortet er uns, er fühle sich schwach. Zu schwach sogar, um zu antworten. Würde man Ihrer Logik folgen, dass Sie zurückhaben wollen, was Sie eingezahlt haben, plus 15% Gewinn? Natürlich! Ja. Den wir Ihnen fix und fox und fest versprachen, ja, dann könnten Sie auch gleich einpacken. Sie können immer schon einpacken, Sie Vollkoffer, Sie. Sie Idiot. Sie unbelehrbarer Trottel, der Sie nicht wissen, dass alle großartigen Dinge einfach sind, aber nicht alle einfachen Dinge groß. Wir haben Ihnen 15% per annum versprochen und das haben Sie geglaubt. Für 15% sollten Sie uns schon alles geben. Dafür sollten Sie alles geben. Mehr als alles. Nehmen Sie auch noch einen Kredit auf. Dann haben Sie schon mehr, als Sie haben. Wenn Sie also wenigstens das, was Sie eingezahlt haben, zurückbekommen wollen, weil es mündelsicher war, dann müssen Sie Folgendes tun. Sie müssen erst einmal den Mund halten. Ich weiß jetzt nicht, was Sie dann tun müssen, aber folgen würden Sie mir eh nicht. Sie wollten also Ihr Mündel in Sicherheit und Ihr Schäfchen ins Trockene bringen. Aber Sie haben gar kein Mündel. Was brauchen Sie also? Sicherheit. Und Ihr bis auf die Haut geschorenes Schaf ist auch lieber draußen im Regen, der es abwäscht, der Ihre Schulden nicht abwäscht, der unsere Schuld nicht abwäscht. Das kann nur ein Gott. Egal welcher. Also, was bleibt ihm übrig, dem Schaf? Es hat ja keinen Stall. Dafür hat es wohl nicht gereicht, was? Also was? Was denn? Ja, was denn jetzt? Sind Sie auf den Mund gefallen, was? Auf den Kopf gefallen sind Sie ganz sicher. Was brauchen Sie eine Sicherheit dafür? Was brauchen Sie für eine Sicherheit? Etwa für sich selbst? Nein, das haben wir Ihnen nicht versprochen. Wir haben Ihnen keine Selbstsicherheit versprochen, sondern Mündelsicherheit. Ja, was ist egal, denn Sie bekommen ja keine von beiden. Sie bekommen keine Sicherheit, weder für das Mündel, das Vormund werden möchte, aber nicht einmal einen richtigen Mund hat. Es muss schließlich mit unserem Mund fressen, mit unserem unergründlichen Mund vom Mund in den Schlund, den keiner ergründen will. Er ist ja ebenfalls unergründlich. Und das Mündel, das Sie ohne dies nicht haben, braucht also auch nichts. Weder für Sie das Vormündel, noch für sich selbst. Sicherheit brauchen Sie vielleicht auf Berggipfeln oder im Straßenverkehr, aber nicht bei uns. Sie bekommen sie nicht, weil Sie sie auch gar nicht brauchen. Und selbst wenn Sie sie brauchen, eine Sicherheit, dann bekämen Sie sie nicht, jedenfalls nicht von uns.
Untersuchen wir Ihren Vorwurf einmal näher. Was er nicht wert ist, untersucht zu werden. Es ist unsere Fleißaufgabe, es Ihnen zu erklären. Denn Ihr Geld haben wir ja schon. Das Geld von Ihnen, Sie Kleinanleger. Sie, die vielleicht vom Glück gesegnet waren durch den Vater einst, der Ihnen vererbte ein Einfamilienhaus. Ich meine, ein Einfamilienhaus. In den Vorbergen, hinter denen sich jedoch Berge verbergen, die Sie sich versprochen haben. So, wir haben Ihnen etwas versprochen, das wir gar nicht haben versprechen können. Entschuldigung, wir haben uns versprochen. Entschuldigung. Hatte keine Sicherheit, dass die Berge nicht drauffallen würden. Es hatte die Drohung der Berge als einzige Sicherheit, welche drohten, in einem Rutsch, in einem gewaltigen Erdrutsch, das Haus mitzureißen. Die Berge haben sie jetzt hinter sich. Die liegen jetzt bereits auf ihrem Häuschen drauf. Und die Hypothek, die sie aufgenommen haben, um Land im Osten mit unserer Hilfe... Um Land im Osten mit Hilfe unserer Gesellschaft zu erwerben, die liegt da auch. Doch jetzt liegen einmal die Mühlen der Ebenen vor Ihnen, die Knochenmühlen der Existenz und die Hypotheken lasten auf dem Haus. Sie liegen den Eltern, denen Sie bereits entwachsen, wieder auf der Tasche. In unseren Taschen liegen Sie nicht so schwer wie in den Taschen Ihrer Eltern, auf denen Sie bleiern ruhen. Schon die Zinsen, schon die Anzahlung schaffen Sie nicht. Oder haben Sie als Erbe eine Wohnung in einer billigeren Gegend? Das müssen Sie zugeben. Ihr Erbe lang nicht in einer teuren, nicht in einer angesagten Gegend, könnte aber durch den Bau des neuen Zentralbahnhofs aufgewertet werden. Was wollte ich sagen? Ja, es könnte aufgewertet werden, hätten Sie es nicht verkauft und in unsere Kleinaktien investiert. In unsere Aktien, die wir Ihnen zertifizieren, aber mit Sicherheit. Ihre Unsicherheit ist unsere Sicherheit. Ihre Unsicherheit ist unsere Sicherheit. Ihre Unsicherheit ist unsere Sicherheit. Auch die können Sie von uns kaufen mit 15% Garantie per annum. Die Ihr Häuschen nie hätte gewährleisten können. So einen Gewinn hätte Ihr Häuschen allein niemals machen können. Nein, mit uns auch nicht. In 100 Jahren nicht. Da ist es nämlich hin. Ja. Da ist es nämlich sowieso hin. Und in 100 Jahren wählen Sie Ihren Besitz ja als ein Hundertfaches von 15%. Ja, und wer soll mir das jetzt mal ausrechnen? Nein, ich kann es nicht. Aber in 100 Jahren werden wir, weil wir so gut investiert haben, so richtig investiert haben, die ganze Stadt besitzen. Und mit unserem Häuschen klein haben wir angefangen. Ja, das haben wir verkauft und den Erlös, um später selber erlöst zu werden, in forderungsbesicherten Wertpapieren angelegt, denn wir haben ja Forderungen ans Leben. Wir haben noch etliche Forderungen ans Leben. Die nicht eingelöst worden sind. Bis jetzt jedenfalls nicht. Ja, aber dass ja Forderungen sind, wird ein Vielfaches von ihm vom Leben eingelöst werden. Bis der Erlöser uns von allem erlöst. Ja, und wenn der Erlös, ja, wenn wir den Erlös erst einstreifen können, wenn wir endlich erlöst sind. Wenn wir das Haus endlich los sind. Ja, und in etwas Besseres, etwas viel Besseres, als das Haus investiert haben. Da geht das Erlösen schneller. Da kommt der Erlöser aber schneller. Schauen Sie. Nein, lieber nicht. Sie werden derzeit nur Forderungen, aber keine Erlösung sehen. Na ja, schauen Sie halt. Sie haben ja sonst nichts mehr anzuschauen als Ihr Bild im Spiegel. Ein Haus kann gar nichts. Außer Reparaturenkosten. Die Sie Erhaltungskosten kosten. Die Sie kostbare Lebenszeit kosten. Was sich nicht lohnt. Ihr Leben ist ja nichts wert. Ihr Leben lohnt ja das Leben gar nicht. Das geht sich doch nie aus. Jedoch 15% Garantie per Amt. Per Rekrutus. Das bieten wir und garantieren wir. Na, ganz ist sich das nicht ausgegangen. Nein, macht nichts, Uns macht das nichts. Naja, es ist nur natürlich, dass sich etwas für denjenigen auszahlt, der besitzt. Die Bank gewinnt immer, nicht wahr? Ihre Schätze haben wir verbraucht. Was Sie von Ihrem Vater ererbten, um es zu bewahren, das haben jetzt wir.
Das haben jetzt wir. Ja, das behalten wir auch. Was nützt Ihnen Ihr Klagen? Wir klagen sofort. Wir klagen auch Sie. Wir klagen jeden. Die anderen mögen klagen auch, doch es nützt ihnen nichts. Wir sind es, die klagen, die notfalls vor Gericht ziehen. Aber wir bieten auch ein Fairness-Paket. Ja, schauen Sie. Ja, schauen Sie. Schauen Sie es sich ruhig an. Nehmen Sie es in die Hand. Halten Sie es ans Licht des Tages, denn dann kommt es raus. Nein, das kommt nie raus. Doch, doch, einmal kommt es an den Tag. Ja, unser Fairness-Paket. Das wir Ihnen für Ihre kleinen Aktien anbieten. Mit diesem Fairness-Paket ziehen Sie auf das Haupt der Glücklichen, auf unser glückliches Haus. Sie zielen, aber Sie treffen uns nicht. Sie treffen uns zu Hause nicht mehr an, weil wir das zu Hause verkaufen müssen. Nein, 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 Sie sind es, der verkaufen musste. Das trauen Sie sich wirklich? Das getrauen Sie sich, auf unser Haupt zu ziehen? Na, Sie werden schauen. Sie werden schon sehen. Sie sehen ja jetzt schon nur glauben. Können Sie es nicht? Ja, meine Gesprächigkeit bereitet mir Freude. Solange wir als Bank sprechen, können Sie nicht als einzelner Mensch sprechen. Sie haben uns gar nichts zu sagen. Wir haben Ihnen etwas zu sagen. Habe ich Ihnen schon gesagt, alle großartigen Dinge sind einfach und viele davon können mit einem Wort umschrieben werden. Ja, ich glaube, das habe ich Ihnen schon gesagt. Aber habe ich das Wort gesagt, mit dem Sie das, was Sie nicht haben, nicht kennen und nicht benennen können, endlich aussprechen können? Ja? Also Achtung, Achtung, hier kommt's. Hier kommt es. Freiheit! Achtung, Achtung, hier kommt es. Gerechtigkeit! Achtung! Hier kommt es! Ehre! Achtung, hier kommt es! Pflicht! Achtung, hier kommt es! Vergebung! Hier kommt es! Das Vorwort so wunderbar ist, wie wunderbar wird erst das Wort selbst sein, das im Anfang war und immer sein wird und überall sein wird. Denn man kann jedes Wort sagen und schon ist es bei Gott. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Sie werden bald auch befreit von allem Irdischen, das wir gar nicht mehr haben. Längst nicht mehr haben, bei ihm sein. Gottes Kind, das bleiben Sie. Das kostet nichts. Sie haben nur während Ihrer Lebenszeit geglaubt, es dereinst zu besitzen, zu bekommen, am Wort zu sein, auf der Hauptversammlung, HV genannt. Besser als HIV. Positiv. Also schön, das Wort war bei Gott. Nicht bei Ihnen, wohlgemerkt. Wir können unsere Bestimmung mit einem einzigen Wort umschreiben. Europa! Europa! Oh Gott! Oh Gott! Europa! Oh Gott! Ich habe es gerade sinnlos an Unverständige verwendet. Ein Glück, dass ich es ausgesprochen habe, als ich es noch hatte. Und kein Wunder, dass es mir jetzt fehlt. Ich hatte mich an das Wort schon so. Es fehlt langsam die Worte. Europa, Geld, unser Gott, bei dem wir sind. Nur das Geld werden wir dort nicht wiederfinden. Europa. Obwohl es doch unser Antwort war. Europa. Europa. Schon gefunden. Wir sitzen ja mitten drin. Euro. Allerdings neuerdings ohne Geld. Europa. Eine wirkliche Grenze zu allem anderen, was es gibt. Euro. Erwartungen natürlich Grenzen.
Naja, streben können Sie ja. Wir fördern Ihr Streben. Und wir fördern Ihr Sterben auch, wenn Sie wollen. Nur leicht wird es nicht sein. Und in einem schönen Sanatorium oder mit einer klugen, handzahmen Pflegerin zu Hause wird es auch nicht sein. In einer teuren Selbstmordklinik wird es auch nicht sein. Und etwas Teureres als Ihr Leben haben Sie nicht. Und etwas Teureres als diese Klinik werden Sie sich nicht leisten können, was? Sie streben danach, von uns gefördert zu werden. Sie wollen Ihr Leben genießen, wenn Sie schon nicht mehr alles essen dürfen? Aber wer sind Sie denn? Wo sind denn Ihre Sicherheiten? Na, wird's bald? Die werden doch nicht mit Forderungen belastet sein. Die Belastung der Forderungen hat Ihre Sicherheiten ja schon komplett aufgefressen. Sie sind vollkommen unsicher und ungesichert. Ungesichert. Also wenn das so ist, dann zeigen wir Ihnen gleich Ihre natürlichen Grenzen, die natürlich nicht mit denen Europas zusammenfallen. Sie sind ja viel kleiner. Aber Sie und Ihre Zukunftspläne, die werden zusammenfallen. Egal, welche Pläne Sie hatten, Sie werden zusammenfallen. Europa, aber nicht. Europa wird nicht zusammenfallen. Dann schon mehr passieren, als dass Sie persönlich keine Sicherheiten mehr haben und das geleaste Auto zu gehen. Wir werden zusammenfallen. Sie werden zusammenfallen. Europa hat natürliche Grenzen, die Sie natürlich auch haben. Sie werden zusammenfallen. Gesteckt. Das macht aber nichts. Sie haben ja kein Auto mehr. Eng gesteckt die Grenzen also. Ungefähr wie bei einem Salon. Ich sage Ihnen, die wirkliche Demarkationslinie zwischen Europa und Asien ist kein Gebirgszug. Kein schöner Zug, kein schlechter Zug, überhaupt kein Zug. Nein, es ist vielmehr ein System des Glaubens und der Idee, dass wir westliche Zivilisation nennen. Ja. Ist das nicht eine gute Idee? Wenn Sie aufhören, dieses Konzept Europa
gehören einer Gesellschaft auf der Insel Guernsey, auf die Sie nie kommen werden, außer Sie nehmen einen Kredit für die Reise dorthin auf, den wir Ihnen aber nicht gewähren werden. Wir werden Ihnen nicht gewähren, zu unserer Hauptversammlung zu reisen, um Ihre Rechte zu wahren. Also wir belasten unsere belastungsfreie Firma doch nicht ausgerechnet mit Ihnen. Sie können ja glauben, was Sie wollen. In Europa darf jeder glauben und an das glauben, was er will. Das ist Europa. Das Christentum hat seit Jahrhunderten seine Geschichte geformt und zurecht gehämmert und gebogen und dann dagegen gehalten. Kunst, Wissenschaft, Fleiß, Industrie, Forschung, Einfluss, Erfolg, Europa. Sie können das ruhig glauben oder nicht. Auf uns hat das keinen Einfluss, aber wo wären Sie, wenn Sie diese Chance nicht ergriffen hätten, unsere Papiere zu kaufen? Die heißen wie wir, die nichts anderes heißen als wir, die nichts heißen, aber unseren Namen tragen, doch nicht wir sind. Und sie gehören auch nicht uns. Malcheck! 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 Wir sind es nicht. Ohne Nachtigstnahmen für den Kredit.
und Blutgeld ist im Gange. Der Markt wird grau, die Spekulanten fliehen. Ich muss im Überfluss noch einmal vorm Vergängnis blühen. Wir speien auf Profit und Gier. Und tanzen auf dem Bullen. Das Fest der Aktionäre stinkt. Verwest nach faulem Zins zur Hölle. Du musst im Überschwang das Pyramidensystem planieren. Leben vor Profit! Leben vor Profit! Leben vor Profit! Leben vor Profit! Wir sind Occupy! Wir sind Occupy! Wir sind weltweit! Wir sind weltweit! Wir sind 99%! Wir sind 99%! Sie sind okkupiert! Wir sind okkupiert! Seien Sie froh, dass Sie überhaupt noch irgendwem gefallen. Also uns gefallen Sie so, wie Sie sind. Europa nimmt Sie so, wie Sie sind. Jetzt gehen Sie und tragen Sie die Botschaft Europas, die wir nicht sind, wohin Sie wollen. Wären wir die Botschaft Europas, trüge Europa ebenfalls unseren Namen. Und wir könnten auch dafür Lizenzgebühren kassieren. Ja, Lizenzgebühren für den Namen Europa. Ja, wir werden das auf jeden Fall überprüfen. Wie viel Geld da bleibt, vielleicht was übrig für uns, nicht? Da ist aber vielleicht was hängen. Doch was bleibt Ihnen übrig? Sie werden ja höchstens vom Finanzamt überprüft, von Zeit zu Zeit, von Land zu Land. Aber das Geld, das Sie einst hatten, haben jetzt wir. Wir haben es verschwinden lassen, ruckzuck ein Zaubertrick. Was Sie eigentlich gar nicht hätten erfahren sollen, aber es kam raus. Es kommt immer raus. Zum Glück zu spät für Sie und ohne Folgen für uns. So, Fortsetzung folgt. Irgendwas muss ja folgen und es folgt. Die Fortsetzung. Ja, die kann ruhig kommen. Von uns aus kann sie kommen. Jetzt sind wir noch bei Folge 1, beim Pilotprojekt, nicht wahr? Ja, wir führen das nämlich an. Allerdings als die Piloten. Sie sind unsere lieben Gäste. Ihr seid auch unsere lieben Fahrgäste, bei uns können Sie sich ausruhen, Ihr Geld ruht sicher auch aus, nicht wahr? Und Siegesjubel feuert uns an, es ist unser eigener Siegesjubel, er knallt wie Sektkorken aus unseren Kehlen. Ihr seid die Götter von uns selber angefeuert und Sie werden verfeuert. Sie werden dafür verfeuert. Ihr Kapital haben wir verfeuert. Es war sehr klein, es hat nicht lange gebrannt. Es hat uns trotzdem sehr gefreut, das Kapital, das arme, kleine Kapital, das Sie einst besaßen, es ist bei uns verfeuert worden. Ja, unsere Bank muss ja auch von irgendetwas leben. Unsere nicht? Bank muss ja auch von etwas leben! Sie müssen ja nicht leben. Sie sind ja viel zu klein, um zu leben. Ja? Sie sind ja eine Frühgeburt. Sie sind eine Frühgeburt! Wir sind Ihr Brutkasten! Doch Sie messen uns! Wir messen uns an Ihnen! Und dieser Brutkasten hat einen Turboantrieb! Und wir schlagen uns auf den Brutkasten! Wir schlagen uns auf den Brutkasten! Sie anschreiben lassen! Und wir schreiben Ihr Kapital haben wir doch schon! Es ist schon auf einer Kanalinsel versenkt worden. Nein, vielleicht auf der Außeninsel, aber dicht daneben, in der See versenkt, Ihr kleines Kapital, Ende des Kapitels. Ende des Kapitels! Doch, unsere Firma, unsere Gesellschaft, sie lebt. Die Gesellschaft, die wir alle sind, auch wenn wir nicht das Geld von Ihnen allen bekommen, sondern nur einen Teil, die Gesellschaft, die wir alle sind, sie lebe hoch. Sie leben überhaupt noch. Das ist schon viel. Ihr Kapital lebt weiter. Es lebt ewig. Es lebt über Ihren Tod hinaus. Und zwar lebt es in unserer Gesellschaft, die die Gesellschaft aller ist. Sie waren nur sein Gastwirt. Sie konnten es vorübergehend beherbergen, Ihr nettes kleines Kapital. Doch abgeschlossen jetzt dieses Kapitel. Es wohnt jetzt auf Dauer bei uns. Aber Ihr Kapital lebt noch. Ach so. Ja, was beklagen Sie sich? Ja. Es lebt auf einer schönen Insel. Ach, ja, freut Sie das denn nicht? Ja, natürlich. Dass es lebt, leben ja, wird. Während Sie sterben, lebt Ihr Kapital und es lebt bei uns. Ach so. Und es lebt gern bei uns. Ja. Bei uns ist es Gesellschaft. Bei Ihnen wäre es allein. Bei uns aber. Unterhaltung, Spiel, Spaß, Sport an Bord, im Bord.
das durstig ist nach ihrem Haben und ihnen ein Soll zurückgibt. Unsere Bank muss ja auch von etwas leben, nicht wahr? Nicht wahr? Wie wahr? Und sie lebt von den Firmen, die ihren Namen tragen, aber nicht sie sind. So. Die Firmen bekommen, sie bekommen von ihnen, sie sind Firma. Sie sind Firma, wir sind Firma, alle sind Gesellschaft. Die Bank kassiert und das Schönste ist, alle tragen den gleichen Namen. Ist das nicht fein? Ist das nicht fein? Der Mensch denkt, doch Gott lenkt. Also uns lenkt er nicht, wir lenken uns selbst. Wir lenken die Firmen, die heißen wie wir, aber nicht wir sind. Ja, klar. Namen sind Schall und Rauch. Und der Rauch gehört uns auch. Lizenzgebühren von 23 Millionen Euro hat unsere Bank, deren Namen schon ein Kapital ist, schon kassiert. Eine Prüfung hat zwar ergeben, dass wir Lizenzgebühren in der Höhe von höchstens 1 Million Euro hätten abrechnen dürfen, doch wer verlangt von uns, dass wir rechnen können müssen? Die Namensgleichung ist rein zufällig. Lizenzgebühren kassieren wir dafür aber trotzdem. Ja. Unsere Kontrollprozesse, das wollte ich noch sagen. Die sind absolut ausreichend, das sehen Sie ja. Also wir kontrollieren uns. Und das ist ausreichend. Überlegen Sie mal, wie oft Sie sich schon nicht kontrollieren konnten. Und dann seien Sie dankbar, dass wir uns überhaupt kontrollieren lassen. Und unsere Eigenkontrolle, unsere Selbstkontrolle ist die stärkste. Uns kontrollieren lassen. Das müssen wir ja nicht. Uns kontrollieren lassen, das müssen wir ja nicht. Das tun wir aber. Wir lassen die Kontrolle zu. Die Aktivfahrbewegung begrüßt Sie. Ich erkläre den Bankrott.
Die Stadt ist voller Priester, im Rathaus und in der Bank. Im Fernsehen läuft die Predigt, macht uns alle krank. Und niemand kommt hier lebend raus. Und niemand kommt hier lebend raus. Niemand kommt hier lebend raus. Niemand kommt. Geld ist eine Droge. 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 Und wir sind schon groß. Der Rest von uns ist
Wir singen die Seite 67. Der Rest von uns ist Band. Und im Stück steht, dass dieses Lied gesungen werden muss bis Seite 65 Mitte. Das heißt, wir müssen es noch durchhalten. Ja, ihr auch alle. Also nochmal bitte. Der Text ist: Der Rest von uns ist Band. Der Rest von uns ist Band. Der Rest von uns. Ja, ein bisschen lauter noch. Nee,
Was? Hallo! Hallo! So. Abfinden mit dem Lizenzvertrag. Wir waren es nicht. Und wer jetzt sagt, wir seien es noch, der wird geklagt, der wird verklagt. Wir heißen jetzt Herakles oder auch Herkules. Ganz wie Sie wollen. Irgendwas dürfen Sie auch schon wollen. Wir sind es aber nicht. Oder sind wir es etwa schon? Es war gerechtfertigt, eine Marke zu sein, eine tolle Marke zu sein, die den Gewinn anzeigt. Ein Mensch ist ein Mensch, nicht wahr? Eine Marke ist eine Marke, damit kann man alles abschicken, wenn man weiß, wohin. Ein Mensch ist ein Mensch und eine Immobilie ist eine Immobilie. Ist eine Immobilie, nicht wahr? Eine Immobilie, weil hier die Leute können überhaupt gar nicht hier, guck mal, das ist dieses, hier mit dem Hund, hier dieses Ding, also das geht doch direkt, kommt, das ist ein Zahn. Haben Sie meine Scheibe gesehen? Also, eine Immobilie ist unbeweglich. Der Mensch und sein Geld sind recht beweglich, recht so. Die Immobilien sind es nicht, nicht wahr? Die müssen bleiben, wo sie sind, in alten kleinen Städtchen im Osten. Ja, genau. In neuen, modernen, rund erneuerten Großstädten, egal, die müssen bleiben. Die einen haben es gut getroffen, die anderen weniger, je nach Standort. Also, aber guck mal hier, der Standort hier ist zum Beispiel überhaupt nicht gut. Guck mal, du musst ihn einmal, glaube ich, noch einmal... Ich muss mal einmal hier umdrehen, weil sonst kann ja kein Mensch... Nee, aber guck mal hier, das ist ja gar keine Sichtlinie. Die gucken ja direkt vorbei an den, Text. Nein, hier, nicht du, der... Ja, Flipchart. Genau. Wir haben sie nie getroffen und doch guck mal hier, also jetzt hier, da in der Richtung, echt alles gut, aber jetzt pass mal auch in der Richtung, das ist alles schlecht. Also jetzt hier noch ein bisschen mehr gegen die, genau. Also, wir haben in Immobilien investiert, nicht wahr? Im Osten, wo sie noch billig sind, nicht wahr? Also, solange sie noch billig waren. Solange sie nicht mehr recht, aber noch billig waren. Aber wir hatten anderswo faul die fauligen Kredite noch ungestört in ihren Bettchen schliefen und nie mehr vorhaben aufzuwachen. Wahrscheinlich sind sie überhaupt schon tot, nicht wahr? Aber bei uns nicht. Bei uns sind die unbeweglichen Immobilien nicht tot. Sie arbeiten sie noch bei uns, arbeiten sie noch und repräsentieren für Sie, Bob. Bob, das war dein Stichwort. Bei uns arbeiten sie noch und repräsentieren für Sie einen Wert. Das ist jetzt nur eine Skizze. Bisschen groß geworden. Ja, ist ein bisschen. War viel zu groß. Bei uns arbeiten sie noch und repräsentieren für Sie einen Wert.
Also so eine Skizze, genau, okay. Zu dem ihr Wert noch dazukommen wird, dass ihr in unsere Unbeweglichkeit investiert haben. Doch. Wir. Wenn ihr wollt, dass das Ganze mehr ist als eine Unterhaltungsshow, für die ihr instrumentalisiert werdet, dann müsst ihr das Theaterstück jetzt abbrechen. Jetzt das Theater wirklich besetzen, Forderungen erstellen und erst geben, wenn die Bullen euch freuen. Auf der Geld in die Wärme. Dort ist der alte Theater. Warum wird er jetzt abtransportiert? Also gibt's da. Ja, wieso wird er denn jetzt hier? Wie bitte? Also, Sie sind ja unbeweglich, wie alles große, majestätische, zum Beispiel wir majestätische waren. Dieser Knüppel. Wir sind friedlich, was seid ihr? Wir sind friedlich, was seid ihr? Er bleibt hier. Kollege, geben Sie sich. Wir haben euch denn eingeladen. Geht doch nach Hause. Wichser. Nein. Da haben wir Gandhi. Hey, Gandhi. Wie bitte? Ja, okay. Gebiss? Ja! Was ist Gebiss? Wo? Gesicht! Nein, hat mit dir, wo man, wenn man, man nimmt Schule. Es aus Versehen ein und stirbt sofort. Siehe! Ja, aber was ist da drin? Ein Gift! Genau, okay, und jetzt nehmen wir das so. Hier von dem Gift weg, ja. Und mach davor ein Z. Gift! Genau, den kennst du. Ach so, genau. Aber ihr Geld ist ja Thank you.
eintreten müssen, aber die scheiß Demonstranten, die Dreck hier. Pfui, wieder mit euch. So, endlich wieder ein bisschen Ruhe hier. Das war die Occupy-Bewegung. Wir sind jetzt wieder draußen in der Kälte. Es war ganz schön, dass Sie mal hier waren. Aber irgendwann muss man hier auch weitermachen mit dem Stück. Wir sind erst auf Seite 61. Wir sind total aufgehalten worden durch die. Deswegen danke ich der Thalia Security, dass sie uns so ein bisschen geholfen haben. Jetzt müssen wir schnell weitermachen mit dem Stück. Also normalerweise sind wir um diese Zeit schon bei Seite 52 ungefähr. Und wir müssen um 22 Uhr eigentlich fertig sein, sonst werden wir verklagt. Aber das schaffen wir jetzt nicht mehr. Aber deswegen gut, dass Sie jetzt wieder draußen sind, in der Kälte. Danke, das war die Option. Jetzt können wir mal weitermachen. Achso, weiter geht's mit Rocco Schamoni. Meine Damen und Herren. Ach, das ist von mir, vielen Dank. Ja. Ich darf mich frei im Raum bewegen? Du darfst machen, was du willst. Das ist ja herrlich. Du wirst nicht verhaftet und auch nicht verprügelt. Tatsächlich, schade. Weil du auf der richtigen Seite bist. Wir dürfen. Bitte? Rocco, you play the stick. Das war ein grandioser Gag. Wir dürfen nie Nummern in einem staatlichen Computer werden. Lieber keine Nummer bei uns als eine Nummer in einem staatlichen Computer. Lieber eine kleine Nummer bei uns als eine Nummer in einem seelenlosen staatlichen Computer. Wir sind alle individuell. Sie sind auch alle individuell. Das sollen sie auch sein. Ohne sie gäbe es keine Nation, ohne sie gäbe es nur seelenlose Computer, ohne sie, mit denen kein Staat zu machen ist, gäbe es nur Staat, nichts als Staat. Ohne uns würden sie ihre Freiheit an den Staat verlieren, mit uns jedoch gewinnen sie auch nicht. Sie werden nie gewinnen. Sie werden nichts gewinnen außer ihrer Freiheit nichts zu gewinnen, aber die werden sie gewinnen. Sie werden sie sogar ganz sicher gewinnen, die Freiheit nichts zu gewinnen. Die werden sie gewinnen. Gewinnen kann man gar nicht sagen, denn erstens gewinnen sie ja doch nicht und zweitens können sie nur gewinnen, wenn sie endlich die Freiheit zu gewinnen gewonnen haben werden. Ich möchte Sie jetzt bitten, einmal mit mir den wichtigen Satz: Wir sind alle individuell zu sprechen. Ich spreche ihn zuerst und dann sprechen Sie ihm nach. Wir sind alle individuell. Da waren einige Leute hier im Raum entweder gar nicht individuell oder zu individuell. Und ich möchte darum bitten, dass wir uns einigen auf eine klare Form von Individualität. Das heißt, ich werde das Ganze etwas taktischer und rhythmischer machen und Sie gehen dann mit mir mit. Wir sind alle individuell. 2, 3, 4. Wir sind alle individuell. 2, 3, 4. Wir sind alle individuell. 2, 3, 4. Wir sind alle individuell. Wir sind alle individuell.
Feuer. Ein Individuum. Aha, nein. Tausende Individuen, super, das ist ja märchenhaft. Da kommt ja das Geld schon wieder zurück. Ha, da läuft es, da läuft es. Guck mal, da läuft es. Da läuft es. Tatsächlich. Das Geld, ja, da läuft es. Da, 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 da. Gib es in. Da rasch, gleich holt sich ja noch ein. Immerhin ist das nicht fein. Bessere Leistungen für diejenigen, die bedürftig sind, für diejenigen, die unserer Hilfe bedürftig sind, für diejenigen, die unserer Papiere bedürftig sind. Und sie kriegen sie auch, diese Papiere. Wir möchten eine völlig freie Wirtschaft. Nicht nur, weil sie Freiheiten garantiert, sondern auch, weil es der beste Weg ist, um Wohlstand und Prosperität zu erzeugen. Wohlstand! An sich ist gedeihlich. Aber nur wenn er gedeiht. Wenn er mehr wird. Wenn er wächst. Nicht wahr? Wahr? Holen Sie sich Ihre Papiere ab. Sie können sich jetzt Ihre Papiere beim Leben abholen. Beim Leben Ihrer Kinder. Bei Ihrem eigenen Leben. Im Alter. Aber noch besser für die Kinder, für die diese Papiere ja bestimmt waren. Das waren ja ihre Ersparnisse. Jetzt sind es unsere Ersparnisse. Aber wir werden ihre Ersparnisse nicht verlieren, so wie sie sie verloren haben an uns. Aber das ist was genauso, als hätten sie ihre Ersparnisse noch. Sie haben sie nicht mehr, aber bei uns, die wir ihnen viel erspart haben, da sitzen Sie sicher. Auf unserer Bank, da sitzen Sie bequem. Ihr Geld kommt schon wieder zu Ihnen zurück. Das haben wir Ihnen ja fest versprochen. Da kommt es aus der Karibik irgendwann wieder zu Ihnen zurück. Das steht auf seinem Gepäckschein drauf. Vielleicht kommt es nicht gerade auf seinen eigenen Beinen. Vielleicht im Kinderwagen, ja. Wenn es so klein geworden ist, dann kommt es zurück. Vielleicht nicht gerade zu Ihnen, aber es kommt zurück. Ihr Geld ist gut für die Armen, Kranken und Behinderten und es ist auch gut für uns. Aber wir zählen nicht, wir zählen nur das Geld, das Sie uns als Gaben, das zählen wir. Aber wir selbst, wir zählen nicht. Sie auch, Sie haben auch gezählt und jetzt zählen Sie nicht mehr. Und haben auch nichts mehr zu zählen und nichts mehr von der Karibik zu erzählen. Davon können Sie nur noch träumen. Wo ist es nur geblieben, das Geld? Keine Sorge, es ist ja da. Es ist jetzt nur woanders. Wir haben Ihr Geld schließlich erst gelehrt zu arbeiten. Das konnte es vorher gar nicht. Es konnte sich nur verschwenden. Aber jetzt, jetzt legt es sich in die Riemen, jetzt zieht es an. Wir alle ziehen an, wir alle ziehen an einem Strang, damit es für die Armen, Kranken und Behinderten auch reicht. Dazu müssen wir alle an einem Strang ziehen. Das führt zu höheren Investitionen in der Wirtschaft, denn keine Gewinne heißt keine Investments und heißt sterben. Nicht streben heißt sterben, heißt Tod, Todestal, Asche, Asche, Asche. Heißt Welt von gestern und weniger Jobs. Asche und Opfer und Sense. Oh, jetzt habe ich aber Durst. Ich hab Durst. Ja, ich komme. Ich komme. Sehr wohlkommst.
Dein Sohn, den einst du im Arm trugst, wird dich nicht unterstützen. Nein, die Tochter auch nicht. Und wir sollen sie unterstützen, ausgerechnet wir. Let us get. Weil wir nicht
Die einen waren aus und treffen sehr beliebt.